Vergrößern, verkleinern. Diego Ulissier triumphierte bei der ersten Bergankunft der Tour de Suisse 2018. Urheberrecht Getty Images. Bei der ersten Bergankunft der diesjährigen Tour de Suisse führt lange Zeit ein Ausreißer. Wenige Kilometer vor dem Ziel macht dann ein Italiener ernst. Der Italiener Diego Ulissi hat die erste Bergankunft der diesjährigen Tour de Suisse gewonnen. Der 28-Jährige vom UAE-Team Emirates setzte sich in einem dramatischen Finish im 1535 Metern hochgelegenen Leukerbad im Schlusssprint durch. Ausreißer Mikel Landa, Movistar, sah lange wie der Tagessieger aus, wurde aber wenige Meter vor dem Ziel vom Hauptfeld eingeholt. Lokalmatador Stefan Küng verlor auf der 155 Kilometer langen fünften Etappe mit drei Anstiegen das gelbe Trikot an Teamkollege und Rundfahrtfavorit Richie Porte, BMC Racing, nachdem der Schweizer das hohe Tempo auf den steilen letzten Kilometern nicht mehr mitgehen konnte. Porte besitzt in der Gesamtwertung nun 20 Sekunden Vorsprung vor den Niederländern Wilco Kelderman und Sam Omen. Beide Teams Sunweb-Ausreißer kommt nicht durch. Der US-Amerikaner Lorenz Wapese Aquablue hatte das Rennen lange Zeit als Ausreißer angeführt, ehe ihn das Feld 10 Kilometer vor dem Ziel einholte. Auf dem schwierigen Anstieg der ersten Kategorie folgten anschließend mehrere Angriffe aus dem Peloton. Landa legte zwischenzeitlich 20 Sekunden zwischen sich und das Hauptfeld, das kurz vor dem Ziel aber an ihm vorbeistürmte. Neben dem Kriterium du Dauphin gilt die Tour de Suisse als wichtigster Härtetest für die Tour de France. Sie endet am Samstag nach 9 Teilstücken mit einem Zeitfahren in Bellinzona. Die sechste Etappe führt das Feld am Donnerstag über 186 Kilometer von Fisch nach Gommiswald. Mit dem Furka-Pass und dem Klausen-Pass verläuft sie über zwei bekannte und äußerst anspruchsvolle Alpenpässe und gilt als Königsetappe der 82. Auflage der Schweiz-Rundfahrt.